Herzlich willkommen zur Einführung in den Laborversuch Härteprüfung. Hierbei handelt es sich um ein zerstörungsfreies Prüfverfahren, welches auch später bei der Wärmebehandlung benötigt wird. Der selbstständige Umgang mit den Geräten soll hier erlernt werden. Das Ziel dieses Versuches ist es, verschiedene Härteprüfverfahren kennenzulernen. Vorgestellt werden die Verfahren nach Brinell, Vickers und Rockwell. Das Ergebnis der verschiedenen Prüfungen ist immer eine plastische Deformation und gibt Auskunft über den mechanischen Widerstand, den ein Werkstoff gegenüber dem eindringenden Prüfkörper besitzt. Wir beginnen mit dem Brinell-Verfahren. Anhand der im Labor zu untersuchenden Werkstoffproben und dem Kugeldurchmesser am Brinell-Prüfgerät wird mit Hilfe der vorhandenen Werkstofftabellen zunächst der Belastungsgrad und dann mit diesem die Prüfkraft abgelesen und den ausgewählten Wert in Kilopond eingestellt. Dies ist im Vorfeld erforderlich, da sich bei einem Kugeleindruck die Eindrucktiefe nicht linear mit der Mantelfläche ändert. Die Eindrucktiefe ist also lastabhängig. Beim Einspannen des Materials ist der Abstand zur vorherigen Prüfmarken zu beachten, um Fehlmessungen zu vermeiden. Jetzt wird der Versuch durch das Aufbringen der Prüfkraft auf das Werkstück gestartet. Sobald der Hebel seine Endposition erreicht hat, beginnt die Prüfzeit. Diese beträgt mindestens 10 Sekunden. Um den Prüfeindruck vermessen zu können, muss die Optik freigegeben werden. Dafür wird der Hebel wieder in die Ausgangsstellung gebracht. An der Optik werden nun die zwei größten Diagonalen des Eindruckes gemessen. Da beim Brinell-Versuch ein kreisähnlicher Eindruck durch eine Hartmetallkugel entsteht, wird ein Ablesen im 90-Grad-Winkel über eine Markierung an der drehbaren Optik erleichtert. Der Vickers-Versuch besitzt den gleichen Verfahrensablauf wie der eben geschilderte. Es wird lediglich ein anderer Prüfkopf verwendet. Als Eindruck ist dann die Basisfläche des Pyramideneindrucks erkennbar, bei der die Längen zwischen den Eckpunkten gemessen werden. Abschließend wird der Rockwell-Versuch durchgeführt. Der Prüfkörper ist ein Diamantkegel mit einem Kegelwinkel von 120 Grad. Die Prüfkraft ist bei diesem Eindringkörper auf 150 Kilopond genormt. Eine Vorspannkraft von etwa 10 Kilopond dient als Messbasis. Zur Ermittlung der Härte wird die bleibende Eindringtiefe gemessen und durch ein Wegmesssystem der Maschine angezeigt. Die Prüfzeit beträgt auch hier 10 Sekunden. Die abgelesene Rockwell-Härte C kann auf der genormten Skala im Bereich von 1 bis 100 liegen. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch!